Warum dieses Video hier gerade so flackert und wie man ein französisches Freundschaftsbrot mit selbstgemachter Hefe selber macht, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Mariens. Heute gibt es ein sogenanntes französisches Freundschaftsbrot, das ist ein provenzalisches Brot, das sogenannte Fougasse. Ursprünglich handelte es sich um eine Backprobe der Bäcker, die damit die richtige Temperatur ihrer Backöfen kontrollierten, bevor sie das eigentliche Brot buken. Und das ist so ähnlich wie bei dem Focaccia, da gibt es Unterschiede. Und wir beginnen damit, 500 Gramm Mehl mit 100 Milliliter Hefewasser einmal zu mischen. Wenn ihr neu hier seid und gar nicht wisst, was Hefewasser ist und wie man Hefe selber herstellt, oben rechts unter dem i verlinke ich euch das alles, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Nun folgt ein Esslöffel Salz. Ihr könnt hier auch gerne ein Fleur de Sel nehmen, dann ist es noch ein bisschen passender. Danach gebe ich noch 200 Milliliter ganz normales Wasser da hinzu, sowie 50 Milliliter Olivenöl. Bei dem Fougasse ist es so wie bei dem Focaccia, das verlinke ich euch auch nochmal oben, da gibt es verschiedene Varianten. Ich habe der Einfachheit halber jetzt erst einmal Kräuter genommen, und zwar einmal Rosmarin und dann noch einmal, weil es natürlich französisch ist, Kräuter der Provence. Ich finde, dann ist es noch mal ein bisschen abgerundeter, wobei da ja auch ein bisschen Rosmarin mit dabei ist. Und das Ganze vermenge ich dann in meiner Küchenmaschine so ungefähr 10 Minuten lang zu einem richtig schönen, homogenen Teig. Und wenn ihr wissen wollt, mit welchem Küchenequipment ich arbeite, dann schaut mal unter diesem Video, da findet ihr noch mal alles genau verlinkt und könnt das noch mal nachschauen. Und so sieht der Teig aus, wenn er 10 Minuten lang geknetet wurde. Richtig, richtig gut. Und den gebe ich Ihnen jetzt in meine Silit-Glasschüssel hinein. Die, die meine Videos kennen, wissen, dass ich normalerweise mit Pyrex arbeite, aber ich bin da ein bisschen knatschig mit denen, weil sie nicht auf E-Mails antworten, also probiere ich das mal mit Silit aus. Das Ganze lasse ich bei Zimmertemperatur ein paar Stunden ruhen und werde euch dann mal zeigen, was man auch noch zusätzlich machen kann. Denn normalerweise würde ich den Teig jetzt einfach 24 Stunden ruhen lassen, so lange bis er sich verdoppelt hat. Heute zeige ich euch etwas, was ihr machen könnt, aber was nicht zwingend notwendig ist. Also das müsst ihr selber für euch entscheiden, ob ihr Lust habt, das mal auszuprobieren. Denn diese Methode sorgt dafür, dass der Teig mehr Volumen hat und dann nochmal ein bisschen luftiger aufgeht. Dies müsst ihr zum Beispiel bei einem Ciabatta machen. Das zeige ich euch jetzt nächsten Samstag. Ich habe es endlich hinbekommen. Und zwar ist es die sogenannte Stretch- und Fold-Methode. Das heißt, ihr feuchtet eure Hände ein bisschen mit Wasser an. Dieser Teig ist jetzt ziemlich einfach zu nehmen und von jeder Seite zieht ihr den Teig nach oben und faltet ihn dann auf die gegenüberliegende Seite. Das sollte man so alle 2-3 Stunden machen, so dass der Teig auch richtig an Volumen gewinnt. Wie gesagt, bei sehr weichen Teigen wie bei dem Ciabatta ist das sehr notwendig. Bei diesem wäre es jetzt nicht schlimm, wenn ihr es nicht macht. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, denn das ist auch bei Broten eine ganz tolle Möglichkeit, da nochmal mehr Volumen reinzubringen. Das war jetzt die letzte Seite und dadurch, dass ihr die Finger immer befeuchtet, ist es ziemlich gut zu bearbeiten. Und ihr habt immer nochmal so einen Blick über euren Teig, gerade wenn ihr hier neu seid und das noch nicht so häufig gemacht habt, dann kriegt man da einfach nochmal ein besseres Gefühl für. So, ein paar Stunden später, so 1-2 Stunden, habe ich wieder die Hände nass gemacht und gehe einfach nochmal neu vor. Hier nochmal ziehen und man merkt richtig, wie viel elastischer der Teig wird. Also je häufiger ihr das macht, desto mehr ein Gefühl bekommt ihr da für den Teig. Also ich habe mich da lange nicht rangetraut an diese Methode und ich finde es mittlerweile wirklich, wirklich toll. Gerade bei meinem Ciabatta, wo ich gekämpft habe. Wie gesagt, das ist hier ein ganz toller Teig. Diesen Punkt könnt ihr überspringen und einfach so lange stehen lassen, bis er aufgegangen ist. Und dadurch, dass ihr Öl verwendet habt und auch eine selbst hergestellte Hefe, kann dies halt bis zu 24 Stunden bei Zimmertemperatur dauern. Und während ich das jetzt zwischendurch noch ein bisschen mache, erzähle ich euch mal ein bisschen was zum Fougasse. Auf die Idee dazu, euch das zu zeigen, bin ich gekommen, weil eine ganz liebe Abonnentin geschrieben hat, dass sie bei dem Focaccia, dass sie das mal ausprobieren wird und dass sie sonst immer das Fougasse macht, also das französische Freundschaftsbrot. Da war ich neugierig, ich kannte das bisher gar nicht, wusste nicht, was das ist und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Brot, ähnlich wie gesagt wie dem Focaccia, halt die französische Variante.
Und der besteht immer aus einem weichen Hefeteig und wird aus Weizenmehl, Backhefe und Olivenöl hergestellt. Und es gibt auch hier, wie beim Focaccia, unterschiedliche Varianten. Sogar leicht gesüßt oder mit Zwiebeln, Oliven, Sardellen oder Speck. Und im Gebiet der Alpe du Sud und Aigues Mortes wird traditionell auch gezuckerte Fougasse hergestellt. Und dieses französische Freundschaftsbrot wird meist in flachen Backform hergestellt und eingeschnitten, so dass sich mehrere Zweige bilden. Man kann es aber auch ohne Backform machen und das ist die Variante, die ich euch heute hier zeige. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Abwechslung. Also immer das gleiche Baguette oder ähnliches zu machen, ist ja ziemlich langweilig. Und ich finde es schön, wenn man da so ein bisschen was Neues macht, was ausprobiert, was auch den Gaumen da ein bisschen beflügelt. Und von daher bin ich gespannt, wie es euch gelingen wird. Schreibt es mir doch mal in den Kommentaren oder ob ihr das überhaupt gekannt hattet. Mir war es völlig unbekannt. Und ich habe jetzt hier meine Arbeitsfläche ein bisschen geölt. Ihr könnt natürlich auch Mehl benutzen. Und dann runde ich das jetzt nochmal ein bisschen und teile das aber in zwei Stücken auf. Ihr könnt das jetzt als ein Fougasse machen. Von der Teigmenge würde das gehen. Dann habt ihr ein ganzes Backblech. Ich habe mich dafür entschieden, zwei Stücke daraus zu machen und die dann aber auch auf dem Backblech so zu verteilen. So, einmal kurz rund gemacht und halbiert und guckt mal, durch diese Faltmethode, da haben sich schon fast Schichten gebildet, also wirklich klasse. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut auf dem Video erkennen könnt. So, und dann drücke ich das ein bisschen auseinander. Eigentlich ziemlich einfach, ihr müsst jetzt so eine Kegelform hinbekommen. Und das geht am besten, wenn ihr eine Seite so circa 2 cm umklappt und dann den Rest des Teiges so runter oder hochfaltet, je nachdem, und dann so ein bisschen eindrückt. Und dann habt ihr schon so eine Kegelform. Und das lasse ich jetzt nochmal bis zu 1 bis 2 Stunden ruhen, dass ich das nochmal auch ein bisschen entspannen kann. Und danach drücke ich das auseinander. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass diese Kegelform beibehalten wird, damit das hinterher, wenn die Löcher sind, auch wie ein Blatt aussieht. So, und nun kommen wir zu den Löchern. Da könnt ihr am besten eine spitze Teigkarte nehmen oder auch ein Messer. Mit dem Messer ist es mir nicht so gut gelungen. Und da kommen dann 3 an der Seite und 1 in der Mitte, wobei ich auch welche mit 2 in der Mitte gesehen habe. Und diese Löcher zieht ihr gleich ein bisschen auseinander. Ich habe das zuerst auf dem Backblech gemacht und habe dann aber gemerkt, das klappt dann nicht ganz so gut, weil dann das Backpapier, was da drunter war, dann immer so Falten geschlagen hat. Das geht einfacher, wenn ihr das dann später auf der Arbeitsfläche direkt macht und das dann auseinanderzieht und danach erst das Fougasse auf das Backpapier gebt. Aber Versuch macht klug, das war jetzt auch mein erstes Mal. Und das Tolle ist, dieser Teig ist wirklich sehr elastisch, lässt sich super bearbeiten und guckt einfach, dass ihr diese kegelförmige Form einfach beibehaltet. Ihr könnt es auch noch mal ein bisschen flach drücken. Wie gesagt, es war ja ursprünglich eine Bäckerprobe, um zu gucken, ob der Ofen heiß genug ist. Und die Bäckereiangestellten haben das dann genutzt, um es dann später mit so Ziegenkäse und ähnlichen als Frühstück zu benutzen. Also das ist doch wirklich eine schöne Geschichte, die dahinter steckt. Also hier jetzt noch mal gezeigt auf der Arbeitsfläche. Allerdings hatte ich da meine Teigkarte verloren. Die war zufällig in dem Glasgefäß im Ofen, der schon am Vorheizen war. Deswegen habe ich es jetzt mit dem Messer probiert, aber ich finde, das ging nicht ganz so gut. Weil das ein scharfes Messer ist, wollte ich da jetzt auch nicht die Arbeitsfläche zerkratzen. Also da nehmt am besten eine Teigkarte, da könnt ihr richtig fest zugreifen. Aber ich möchte euch ja wie immer alle Varianten zeigen, auch wenn das nicht ganz so professionell aussieht. Aber probiert es selber mal aus. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Und wie ich schon gesagt habe, der Teig ist sehr elastisch. Der ist so ähnlich wie bei meinem Lachs im Blätterteig. Das verlinke ich euch auch nochmal oben im rechts. Denn das ist auch so ein richtig schöner elastischer Teig und eine ganz tolle Variante, nochmal so den Essenstisch da aufzuwerten. Und während ihr da am Teig arbeitet, könnt ihr ja schon mal den Backofen vorheizen. Das ist Ober- und Unterhitze, 250 Grad. Circa 15 Minuten wird dann das Fougasse gebacken. Ich gebe immer noch mal eine Schüssel Wasser hinzu, die ich unten auf den Boden stelle und besprühe das Gebäck dann auch nochmal beim Hineinschieben mit dem Wasser. Und das Einzige, was ihr noch machen müsst, sobald das jetzt hier auf dem Backblech ist, ist nochmal ein bisschen mit Öl zu bestreichen.
Am besten nehmt ihr da auch ein gutes Olivenöl. Ihr könntet da jetzt auch noch mal irgendwie was drüber streuen oder noch mal ein paar Oliven, Tomaten oder Zwiebeln drauf drücken oder reindrücken. Und ich bin sehr gespannt, wie es euch gelingt. Wir haben jetzt hier versucht, eine Zeitlupenaufnahme zu machen. Allerdings ist uns das nicht ganz geglückt. Das waren aber die einzigen Aufnahmen von dem fertigen Fugas. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und liebe Grüße, eure Emma.